Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder. Ja, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video, beziehungsweise angezockt. Das heißt übrigens Hund übersetzt, das hat meine Frau mir erzählt. Wir wollen Redemmer anzocken. Ich habe es gestern schon versucht anzuzocken. Daher weiß ich, dass das halt Hund heißt, in Russisch. Aber ja, in dem Augenblick, wo ich das Spiel gestartet hatte, ich war in den Einstellungen drin. Das, was wir jetzt gleich wieder machen werden, weil ich euch da was zeigen will, kam meine Frau runter. Und dann war dann, habe ich dann halt gesagt, nee, ist okay. Dann nimmst du jetzt nicht mehr auf, denn da haben wir uns dann mit der Kleinen ein bisschen beschäftigt. So. Grafik. Wir haben nämlich hier niedrig. Müsst ihr mal. Guckt mal am besten auf der Seite. Ist so ein. Bei Bewegungsschärfe, dieses Häuschen. Da ist da so eine Pflanze. Guckt euch die am besten an. So, niedrig. Durchschnitt. Hoch. Und dann haben wir noch episch. So, dann haben wir hier, zack, hier ist er ziemlich hell. Hier kann man alles klar erkennen, seht ihr das? Auch Gras und so. Ja, und wenn wir jetzt hier Nachbearbeitungseffekt Durchschnitt, hoch, episch, wird es irgendwie nicht besser, komischerweise. Ja, wir machen das trotzdem episch und gucken uns das dann mal an, wie es denn ist. Audio nochmal gucken. Audio habe ich auf 75 runtergesetzt. Sprache haben wir nur Englisch und Russisch zur Auswahl. Neues Spiel. Einfach. Wir können auch zwei Spieler auswählen. It was supposed to be my 1000th morning of peace. I guess I need to reset that counter. The Temple of the Vanishing Star was supposed to be unreachable by anyone who didn't know its secret location. It has been a perfect shelter for many years. It has brought me a new home, a new family, and a new purpose. They say the temple was built to offer those willing the fulfillment of a simple, hard-working life. A life of discipline over body. Wieso kam denn, habt ihr das nicht gesehen? Da waren die eigentlich. Wir wollen ja, wenn es geht, uns nicht zu viel spoilern. Wartet mal, ich geh mal hier in so eine Ecke. Das ist ja viel zu hell. Na, guckt mal an der Mauer, da könnt ihr denn. Das ist niedrig. Hoch. Niedrig. Da sind dann so ein paar Schatteneffekte mit bei. Und hier bei niedrig. Das ist halt ein bisschen dunkler. Bisschen düsterer, das lassen wir auf jeden Fall. Also so ganz hell sah eben nicht so schön aus. Ja,
Hey! Ach so. Das leuchtet, aber ich kann nichts machen. Ah, jetzt kann ich die Fackel nehmen. Vorher konnte ich sie nicht nehmen. Mal schnell zurückgehen, weil es sieht so aus, als wenn es hier weitergeht. Okay, da war nichts, das war nicht so ersichtlich, aber ich dachte, da könnte vielleicht noch was versteckt sein. Ja, diese Draufsicht ist irgendwie, ist mittlerweile out, also. Aber es macht Spaß. Ich würde den Baum noch testen.
Also brutal ist es schon ganz schön. Wird aber halt ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass es halt von oben zu sehen ist. Ich weiß auch gar nicht jetzt aus dem Kopf, welche 18er Freigabe. 18er, Mensch, bescheuert. Welche Freigabe jetzt hier hat. Komm her, ich will dich aufhängen. Yes. Finde meine Lebensenergie hoch zu pushen. Fucking animals. So, ich krieg die Energie zurück, wenn ich nicht getroffen werde. Oh, scheiße. Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt. Ich glaube, das ist nicht beabsichtigt, dass ich hier unten bin. Ich glaube nicht, dass das so ist, dass ich da unten drin sein soll und dann nicht rauskomme. Nein!
Also das ist ein negativer Punkt, dass wenn man, ich würde verstehen, wenn man runterfällt und man stirbt, ist okay. Aber wenn man runterfällt und nicht stirbt und sich dann da unten bewegen kann, aber nicht rauskommt oder auch nicht richtig bewegen kann, dann ist es kacke. Echt aufpassen, ey. So, haben wir das erste, die erste Hälfte überstanden, oder was? Bin mal gespannt. Also, so wie es aussieht, schließt du dich jetzt die ganze Zeit durchs Kloster, aber... Waffen hat man definitiv mehr Chancen. The bigger they are, the harder they fall. Oh, da kommen fette. Okay.
Es ist jetzt zwar nicht so, also nicht so eine Grafikbombe und wo war das Englisch oder Russisch halt. Aber es macht Spaß. Vorteil auswählen. Daten. Wir haben jetzt hier Schaden, Dritte, Erschläge, Dritte, Nahkampfwaffen. Wir nehmen Mönch. Mönch. Können wir nichts machen? Dann. Eins können wir nur machen, oder was? Ist ja schade. Jetzt hier weiter. Man kommt halt eigentlich nicht durch. So. Jetzt haben wir ja alle ausgeschaltet. Dann gehen wir hier durch. Das Level machen wir dann wahrscheinlich noch zu Ende und dann würde ich sagen, dann reicht es aber auch erstmal. Ich will auch nicht zu viel spoilern.
take her. Mit dem Zielen habe ich immer so meine Probleme hier gerade. Wieder Vorteile. Mönch. Silly. They took some of our brothers alive. I don't know why. So, jetzt haben wir hier. Geht's jetzt weiter? Wir sind aber jetzt schon drin, ey. Wir machen das noch hier und dann. Vielleicht sind wir ja jetzt hier gleich mal beim Endboss oder irgendwas. Ja, wir sind ja von draußen jetzt schon da drin. Den jetzt einfach mal vorbei. Nee, vorbei. So, jetzt haben wir hier Waffen mitgenommen. Jetzt gehen wir hier wieder zurück. Nach oben geht's nicht, ist blockiert. Mal die mit. Dann müssen wir jetzt hier lang. Don't let him escape. Every hand in their army will be broken today. Gut, die bringt ordentlich was. Aber hier ist nichts.
Wir haben was Neues. Hier waren wir doch. Was haben wir denn? Meine Frau kommt im passenden Augenblick. Wir sind fast fertig. Denke ich mal. Hey,
Are you all right? I'm not what they're looking for, but otherwise I'm all right. What do you mean, what they're looking for? They had a scanning device. Apparently the two of us did not fit the parameters. They took the others alive. Do you know where Master Lei is? He should be in the temple with the others. I'm going there. Cut through the old ruins under the monastery. There's a hidden entrance behind the shelves. Thank you. Find a place to hide. It will be over soon. Tread lightly, brother. Ich denke mal, die 38 Minuten sind jetzt okay. Dann bringen wir uns gleich mal hier eine ruhige Ecke. Go, face on the ground, now! Wenn wir nicht gerade entdeckt werden. Ja, lauter Blauer. Uns einfach mal hier so in die Ecke. So. Und dann würde ich mal sagen, dann wartet jetzt für das Spiel. Es macht Spaß, hat aber auch Bugs. Habt ihr gesehen, wo ich runtergefallen bin von der Brücke und ja, dann bin ich nicht hochgekommen. Nicht hochgekommen, nicht gestorben, nichts, musste dann halt neu starten. Gott sei Dank ist die Möglichkeit da, dass man dann an einem relativen Ort, also relativ zeitnahen Ort wieder landen kann. Und nicht, dass man wieder komplett von Anfang anfangen muss. Also das haben sie, da müssten sie auf jeden Fall was verbessern. Also das müssten sie, dass man, wenn man rüberfällt, sofort stirbt oder wieder oben ein Leben verliert und oben wieder genau da an der Brücke steht zum Beispiel. Spiele ich jetzt gerade? Ja, ich spiele vielleicht. Ja. Schwer wäre natürlich noch schwerer. Es macht Spaß. Diese Draufsicht ist so ein bisschen oldschool. Also, aber so, was ich jetzt so mitgekriegt habe, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vom ersten Eindruck. Ich habe leider keinen, der das Spiel auch hat, dass man das vielleicht im Zweiplayer testen kann, weil wir haben ja. Ich gehe einfach mal kurz raus, Hauptmenü. So wie ich gesehen habe, haben wir ja hier einen Zwei-Player-Modus. So, fortsetzen. So, hier. Oh, wir haben aber, jetzt sehe ich auch mal viele Levels. Einleitung. Also die Einleitung ist ziemlich lang. Wir sind jetzt bei 4. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Und dann haben wir hier noch mehr Levels. Ach du Scheiße. Gut. Da haben sie wirklich. Da haben sie wirklich viel gemacht. So, und dann haben wir hier zwei Player ein. Und dann könnte man dann halt auch zwei Player anschalten. Leider habe ich keinen, der einen zweiten Player hat. Also der das Spiel hat, dass man das halt zusammenspielen könnte. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur an einer Konsole ist oder mit meiner Tochter kann ich das nicht spielen. Ich glaube, die Altersfreigabe für das Spiel ist halt 18, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich jetzt Ahoi. Das ist euer Odin. Wo ist denn hier meine Maus? Da ist meine Maus.